Guten Abend und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeld.tv bei den Lip Awards 2016. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Alexander Lehmann. Er ist Leiter bei Invesco Wholesales für Deutschland und Österreich. Guten Abend, Herr Lehmann. Guten Abend. Herr Lehmann, Sie haben heute Abend einen Award gewonnen, einen Lipper Award, das ist was ganz Besonderes. Können Sie uns sagen, was dieses Produkt besonders auszeichnet? Ja, das Produkt ist ja ein Euro-Aktienfonds, also Euro-Land-Aktienfonds. Ganz besonders auszeichnen tut dieses Produkt eigentlich die fundamentale Herangehensweise. Wir waren der Meinung die letzten Jahre, die Eurozone geht nicht kaputt, der Wirtschaftsraum ist intakt, trotz der Krise, die wir hatten, die Euro-Krise. Wir haben uns nicht von Emotionen leiten lassen, nicht von vielen Nachrichten leiten lassen, sondern einfach fundamental Unternehmen angeschaut, indem wir sehr stark auf die Bewertung gucken, und zwar Bewertung pro Branche. Man kann ja heutzutage eine Bewertung einfach nur nach dem KGV machen, das ist ein bisschen zu wenig. Man muss einen Industriekonzern anders bewerten, wenn man auf Bewertungen schaut, als vielleicht ein Konsumgüterhersteller, ein IT-Hersteller wiederum anders bewerten, ja, anhand anderer Kriterien als vielleicht ein Automobilsektor. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schon top-down auch irgendwo eine Marktmeinung haben. Ja, man muss schon gucken, passt eigentlich, wie geht es der Branche, wie geht es dem Unternehmen in der Branche, ja, und welche generelle Ausrichtung haben wir eigentlich in dem Markt? Ja, welche Faktoren gibt es da? Also insofern ist das eine Mischung aus Neudeutsch bei uns in der Branche, Top-Down und Bottom-Up. Sehr stark bewertungsgetrieben, sehr stark auch überzeugt von diesem Ansatz. Also unser Team in Henley, in der Nähe von London, ist da sehr stark überzeugt von diesem fundamentalen Ansatz, Unternehmensbesuche, Kennzahlen anschauen, aber auch Gespräche mit den Unternehmen führen. Und das machen die eigentlich sehr, sehr gut, ja? Weil in UK sind wir ja als Invesco Perpetual Marktführer. Können Sie uns noch eins verraten, was wird der Produkttrend sein in 2016? Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Also ich bin der Überzeugung, und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr wieder, ob die Überzeugung auch richtig ist. Einfach formuliert, alles was in solchen volatilen Zeiten, in solchen unsicheren Zeiten, geopolitische Risiken, Euro-Krise ist nicht geklärt, Flüchtlingsthema, alles was keine steigenden Kapitalmärkte braucht, um 3-5% plus Rendite für den Kunden zu generieren. Die Produkte werden gefragt sein. Und dann gehen wir natürlich in Strategien rein, die jetzt was ganz anderes sind als das gerade eben bepreiste Produkt, sondern wir gehen rein in marktneutrale Themen, Long-Short-Positionen einzugehen. Wir gehen in Absolute-Return-Produkte rein. Einfach formuliert nochmal, ich wiederhole es, das bin ich sehr von überzeugt, alles was 3-5% plus generiert, ohne steigende Kapitalmärkte zu brauchen, das wird gefragt sein. Herzlichen Dank, Herr Lehmann. Ja, gerne.